Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Pokémon Blatt Grün Nuzlocke Challenge. So, im letzten Part hatte ich ja gesagt, ich werde ein bisschen trainieren. Das habe ich auch gemacht. Unser Robin ist jetzt auf 25, kurz vor Level Up, weil er sich dann zum Tau-Boss entwickelt. Tina hat ein Level Up. Ja, und das war es auch eigentlich im Großen und Ganzen. Ela hat auch zwei Level, glaube ich, waren das jetzt. Und, ja, bevor es mir einfällt, sorry, Leute, dass ich das jetzt mache. Optionen. Textbox. Ach komm. So. Tempo 2, Animation 1. So, dann kann es auch direkt weitergehen. Dann wollen wir mal die Kampfarena hier noch zu Ende machen. Keine Herausforderung ist mir zu hart. Ich zertrümmere Steine mit bloßen Händen. Ja, das ist ja schön für dich. Und mal gucken, was du so auf Lager hast. Ein Rasafatte. Los, Robin. Mach mal den Aeroass. Das hat auch guten Schaden gemacht. Geowurf dürfte nicht so viel Schaden bringen. Ah. Das war ein Two-Hit-KO und da haben wir schon unseren lieben Robin auf 26. Haha. Autsch, ich habe eine Prellung. Ja, die hast du dir aber garantiert nicht durch den Kampf eingezwungen, ne? Und da entwickelt sich Robin auch schon. Und jetzt haben wir ein schönes Tauboss, was uns im Kampf begleitet. Stopp! Zieh deine Schuhe aus! Was? Aber warum denn? Ein Mankey, er dürfte ja nicht. Dürfte uns ja keine Probleme machen. Los, Robin! Aeroass. Die unterentwickelten Kampf-Pokémon sind für Tauboss natürlich gar kein Problem. Oh, da kommt jetzt auch schon Mankey. Ein weiteres Mal. Oh, wie sehen die Animationen vom Flügelschlag aus? Ah ja. Oh, da kommt ein Razaf. Dann wollen wir mal den Flügelschlag ausprobieren. Vielleicht macht er ja mehr Schaden als der Aeroass, obwohl die eigentlich von den Stats... Ja, er macht auf jeden Fall mehr Schaden, oder das... ist ja auch egal jetzt. Jetzt kriegst du noch einen Ruckzuck-Keep und das war's dann für dich, Razaf. Ich gebe auf! Ja, besser ist das. Willkommen! Ich bin der Karatemeister. Ich liebe diese Pokémon-Arena. Du forderst mich heraus? Also gut. Ich kenne keine Gnade. Los! Ja, ich auch nicht. Also von daher, mach dich auf deinen Untergang gefasst. Ein Kickli. Uiuiuiuiui. Dann streng ich mal an, Tauboss. Ja, das hat sehr, sehr guten Schaden gemacht. Aber wenn du erst Gesichter machst, ist das jetzt sowieso dein Untergang. Das ist dann dein Untergang. Ruckzuckieb. Dann dürfte jetzt als nächstes Nocturne kommen.
Wollen wir das Pokémon wechseln? Ich denke nicht. So, Nocturne. Flügelschlag. Ja, gut, der Feuerschlag dürfte jetzt auch nicht so... Na, das war lächerlich. Ja, jetzt kommt der Volltreffer. Nee, nee, Robin, also... Das geht ja mal gar nicht. Jetzt habe ich die Textbox über weggedrückt. Naja, egal. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Kikli oder Nocturne? Muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich vergessen, meine Textdatei aufzurufen von Pokémon. Das ist jetzt gerade ein bisschen... Es tut mir leid, Leute. Und dürften wir ja gleich haben. So, wo ist der Ordner? Da. Und da. Damit ich auch weiß, welche Namen ich noch zur Verfügung habe. So, da öffnet sie sich auch schon. Und... Gut. Ich werde mich auch, glaube ich, für Nocturne entscheiden. Finde ich persönlich besser. Möchtest du Nocturne einen Spitznamen geben? Ja, das möchte ich. Dann nennen wir den kleinen Rabauken mal... Leon. So, Leon, du kommst dann erstmal auf die Box. Und wir machen uns hier vom Agger. So, dann direkt ab ins Pokémon Center. Unseren lieben Robin nochmal heilen. Und dann wollen wir auch direkt in die Arena. Boah, ich habe richtig Bange vor dieser verdammten Arena. So. Dann wollen wir mal. Vorher will ich aber gleich noch mal eben kurz das Team sortieren. So. Pokémon. Bevor wir uns da reinstürzen. Bericht. Taubos hat eine relativ hohe Spezialverteidigung. Smetbus ist natürlich ein bisschen besser. Hat aber natürlich auch einiges weniger KP. Oh, du kannst noch so eine hohe Spezialverteidigung haben. Du hast hier Sendepause, Sydney, wegen dem Gifttyp. Deine Spezialverteidigung und Spezialangriff ist... Ja. Ich glaube, du machst hier auch mal lieber eine Pause, der Benny. Snubbelikat ist hier schon etwas eher. Und Klaus. Gut, schön, schön. Dann wollen wir mal eben das Team zusammenstellen. Klaus wird die Nummer 1 hier. Benny hat hier Sendepause. Genauso wie Sydney. So, das heißt, wir haben 4 von 6, die jetzt in dieser Arena kämpfen dürfen. Hey, warte! Du Champion in Spe. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese. Anstelle von physischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen. Sie haben nicht einmal den Hauch einer Chance. Naja, das hatte vielleicht in der Serie damals so gegangen, aber hier ist das ein wenig anders. Obwohl Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Arena-Leiterin. Wir lassen dich nicht einfach so zu ihr gehen.
Aber wir wissen ja, Simsala beispielsweise hat eine extrem schlechte... Oh, das war ein Junge. Maximilian, Entschuldigung. Du bist noch nicht in der Pubertät. So. Psycho-Pokémon wie Simsala haben eine sehr schlechte physische Verteidigung und, naja. Also da kann so ein schöner, eine schöne Kampfattacke doch schon ordentlich Schaden anrichten. Oh, Konfusion, das macht mir wenig. Fast gar nichts. Und Klaus holt sich ein leckeres Stück Fleckmundfleisch. Oh, Klaus hat jetzt schon Level 38 erreicht. Dann wollen wir noch mal gucken, ob wir nicht mal Tina da reinholen. Klaus möchte ich eigentlich mal langsam dazu kriegen, dass die anderen mal so ein bisschen wieder aufholen. Ja, und Tina kann gegen die Fleckmons auf jeden Fall guten Schaden anrichten und viel Schaden selber bekommt es auch nicht. Also von daher können wir das so machen. Lamus, ja. Das dürften wir doch hinkriegen. Weil was war jetzt? Lamus war, glaube ich, spezialdefensiv. Nee, Lamus war physisch defensiv. Das heißt, Schockwelle müsste mehr Schaden machen als Biss. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, was natürlich... Wir werden es jetzt herausfinden. So. Ach, was mache ich denn da, den Zahltag? So, Biss macht mehr Schaden, also habe ich Kokolores erzählt. Wobei man das natürlich dann auch noch abwiegen muss mit dem Spezialangriffswert und dem physischen Wert von Tina, aber... Ich habe die Konzentration verloren! Tja. Das ist aber nicht gut. So, dann wollen wir mal weiter hier. Wir haben jetzt sowieso so ein bisschen Querfeldeinlauf. Oh, Beutel... Mal, sind die jetzt noch ganz unten? Ich hatte ein bisschen die Tasche sortiert. 10 Supertränke. So. Hyperheiler. Da sind sie. Wollen wir Tina mal einen Trank geben. Damit wir nicht geschwächt in den nächsten Kampf gehen, weil das möchte ich hier in dieser Arena sowieso nicht riskieren. Werde auch Tina jetzt mal nach vorne holen, da sie mit Klaus zusammen und ihren Biss einen guten Job machen. Du gegen mich. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Leicht psychopathisch, die Frau. Aber bei einem Exorzisten, die sind immer so komisch drauf. Ein Nebulak. Da kann ich mit physischen Attacken nicht viel ausrichten. Aber wir haben ja noch die Schockwelle. Und wollen wir doch mal hoffen, dass das ordentlich an Schaden macht. Ansonsten werden wir wechseln müssen. Ah. Oh, Tina. Bitte, bitte komm durch. Ach. Ja, und das heißt für mich raus. Jetzt willst du mich doch verarschen hier. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn ich...
Weiß leider nicht, wie das ist, wenn Abgangspunkt eingesetzt wurde und ich das Pokémon vorher rausgewechselt habe und danach wieder reinwechsel. Ob ich dann trotzdem mit diesem Pokémon hinuntergerissen werde. Aber das will ich auch gar nicht herausfinden. Und Klaus macht hier gerade das Beste daraus. Und haut es raus. So, die beiden kriegen ein bisschen Erfahrungspunkte. Nebulak. Dürfte eigentlich Tina wieder hinkriegen, wenn er nicht wieder Abgangsbund macht. So, Schockwelle. Dann wollen wir mal hoffen, dass jetzt kein Abgangsbund kommt. Und Tina die mit dem nächsten Angriff trifft. Und nicht wieder sich selber. Weil sonst könnten wir schon wieder hier rauswechseln. Oh, Schockwelle, dieses Nebulak ist besiegt. Und was hast du als nächstes für uns? Ein Alpollo vielleicht? Oder noch ein Nebulak? Tatsache, ein Alpollo. Dürfte Tina aber auch hinkriegen. Vielleicht mit einem 3-Hit. Naja, Tina ist ja noch verwirrt. Nein, hör auf damit. Es ist bereits verwirrt. Mein Jott. Komm, Tina. Wunderbar. Das macht nicht viel Schaden. Weiß auch nicht, was für Attacken Alpollo noch drauf hat. Tina, bitte greif an. Dankeschön. Konfusstrahl wieder. Also entweder kann es nichts anderes oder die KI ist gerade zu blöd, um was Vernünftiges zum Druck machen. Das weiß man ja nie bei diesen Pokémon-KIs. Wir sind immer noch verwirrt, also von daher... Aber das ging ja ganz gut jetzt gerade. Also. Ich habe nun doch verloren. Soll vorkommen, alte Dame. So. Pokémon. Tina darf sich nochmal einen Trank genehmigen. Dann gehen wir mal den nächsten Trainer hier an. Machen dir unsere Psy-Kräfte Angst? Nein! Ah je. Psycho-Alex. Das passt. Ich kenne genug Alex, die leicht psychopathisch sind. Los, Tina. So, da dürfte doch mit einem Biss die Sache schon geklärt sein. Oder? Nee, schade. Aber zumindest ein Two-Hit. Und Tina ist noch relativ gut auf den Beinen. Und hat jetzt auch ein Level up. Oh, was kommt denn als nächstes? Flagmon. Ja, Flagmon war ja auch kein Problem. Jetzt zwingt er uns auf Schockwelle zu gehen, aber das dürfte eigentlich genauso gut treffen. Beides Attacken ohne Step. Die noch beide gut Schaden machen. So. Pantimos.
schicke ich mal den Robin rein. So, dann guck doch mal mit Aeroas, was das Viech aushält. Ach, das ist ja gar nichts. Ja, die Zugabe kannst du gerne kriegen. Da habe ich gar kein Problem mit. Kadabra. Dürfte auch kein Problem sein. Jut. Das war ja ein Kinderspiel für Taubos. So. Ich glaube es nicht. Ich hab verloren. Find dich damit ab. So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal wieder Ende. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon Blattgrün. Bis dahin. Ciao.